Qualität und Quantität rassistisch motivierte Angriffe zurückgehen würde. Wir halten das für eine scheiß Lüge. Immer nicht mehr auf die Titelseite der bürgerlichen Zeitungen schafft, heißt das noch lange nicht, dass dieses Problem aus der Welt wäre. Auch und gerade im Jahre 2010 ist es wichtiger denn je, angesichts solcher Gestalten wie Sarrazin und seiner Erfüllungsgehilfen, sich gegen Rassisten und Faschisten gerade zu machen, verbal oder zur Not auch nonverbal. Aus welchem Grund nennst du dich Mensch, Faschoschwein? Alerta, Alerta, Antifaschista!